Yo, was geht ab, YouTube? Willkommen zum neuen Video hier auf dem Main-Kanal. Es gibt heute die, ja, ersehnte Reaction von euch. Ihr erinnert euch, wir haben vor kurzem auf Face Neo reagiert, der ja bekannt ist vor allem für seine Snipes, für seine ja sehr verrückten Plays mit der K und mit der Schweizer. Hatte ja tatsächlich damals, ich hatte mir ein normales Gameplay von ihm rausgesucht, mit der EM2. Und jetzt gibt es ja ein Video von ihm, die besten Sniper-Clips ever von ihm. Also das ist quasi, ich glaube, viel besser wird es nicht mehr. Habe ich gedacht, reacten wir mal zusammen drauf. Wir gucken uns das zusammen an. Ich sag vielleicht ein bisschen was dazu. Oder vielleicht staune ich auch nur. So haben es ja viele von euch mir prophezeit. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ja, falls euch sowas weiterhin gefällt und auf wen man noch reagieren könnte. Ja, vielleicht eure Lieblings-Creator aus anderen Ländern. Eure, ja, was auch immer, auf was ihr Lust habt, dass ich mir anschaue mit euch zusammen. Oder sonst würde ich sagen, verplempern wir nicht viel Zeit und schauen uns das Face Neo Best Swiss Clips Ever Video an. Bin sehr gespannt, dauert 10 Minuten. Würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was der Mann da fabriziert hat. Don't go for your load out there, man. Please don't do it. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen, dieser Clip hier ist auf jeden Fall noch nicht so alt, weil ich glaube, diese Schweizer gibt es noch nicht so lange im Shop. Oder ich lieg völlig falsch, Digga. Was war das schon? Das fängt ja schon entspannt an. Das fängt doch schon mal ganz entspannt an. Bin jetzt mal gespannt, ich glaube, da sind Clips sowohl als ja aus der aktuellen Zeit als auch ein bisschen. Als auch schon, da ich mal Clips, die älter sind und jetzt neuere Clips. Immer schwer zu sagen. Oder was? Wie hat er den gerade gehittet? Ach du Scheiße. He just ain't ready for that, man! Ach du heiliger Bimbam. Mal gucken, ob wir erkennen können, wann die jeweiligen Clips entstanden sind. Nein. Digga, es ist so frech, das ist so frech. Überleg mal, das hättet ihr jetzt gesehen als Killcam. Man würde 100% denken, er hackt. Okay, das war, glaube ich, alles noch, bevor die Swiss genervt wurde. Alter, Molotov. Oder was macht er denn mit denen? Home Gun, beste. Okay, ich muss sagen, ihr habt schon nicht zu viel versprochen. Okay, das ist jetzt alles. Ich glaube, das sind alles relativ neue Clips. Weil der hätte auch eigentlich down sein müssen. Nein, sag jetzt nicht. Nein. This dude was freaking out, bro. Der arme Digga. Freaking out. Überlegt mal, ihr seid es. Und ihr guckt die Kicke. Oh, Milano. Oh, schönes Movement, Digga. Oh. Also, was soll ich da auch noch groß sagen, ne? Oh, Freunde, ich glaube, wir gucken uns einfach das an und genießen das. Okay, das war Pre-Patch, oder? Weil der hat den mit einem Schuss gedownt oder gekillt, den zwei. Ja, das Aim ist halt auch einfach lecker. Ja, es ist halt einfach lecker. Sag bitte nicht, er tötet jetzt einen mit diesem Ding. Der ist da wirklich, ne? Oh mein Gott. Ach du heiliges Kanonenrohr. Wie er am Flicken ist mit seiner Maus. Das muss ungefähr so aussehen bei ihm auf dem Ding. Er sitzt halt so da. Ich wollte eigentlich kurz was machen, aber da haut er den nächsten Krach heraus. Er sitzt ja eigentlich so, aber ich glaube, unterm Tisch sieht es bei ihm wirklich, also unterm Tisch, auf dem Tisch sieht es bei ihm irgendwie so aus. Wie bei einer Ente. Chat.
Die Ente ist eigentlich auf dem Wasser, aber unterm Wasser ist er die ganze Zeit am Paddeln. So muss es, glaube ich, bei ihm aussehen, was er da für Flicks hat. Das ist jetzt auf jeden Fall neu, weil die Schweizer Variante, die kam erst, glaube ich, mit dem Nerf. Also, die kam wirklich raus und an dem Tag oder einen Tag später wurde die Schweizer dann schlechter gemacht. Weil es so eine geile Variante ist. Sehr nice Variante sogar. Ja, machen wir mal so ganz casual, noch ein bisschen an der Nase gekratzt. Das war noch nicht mal die... Bruder, was macht er denn mit den Leuten? Diese Dinger hier, by the way, auch super unnötig, dass es die überhaupt gibt. Diese Armor-Trucks. Vor allem auf Reverb. Guck mal, wie nervig. Oh, oh mein Gott. Ich kann Leute nicht mal... Ich kann die Leute da nicht mal mit meinem Sturmgewehr rausschießen. Er snipet sie einfach auf, ganz entspannt. Okay. Besser. Also... So wie er sniped, Chat, ne, bin ich ganz ehrlich zu euch. Schreibt gerne in die Kommentare auch rein, ob ihr es auch so seht. Aber da kann man eigentlich nicht mal sauer sein, wenn man von Sniper stirbt. Naja, wenn ich so gesniped werden würde, dann muss man einfach sagen, GG, so, was willst du da auf, also was sollst du dazu sagen? Sind wir ganz ehrlich, oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Mich nerven halt diese Hardcore... möchte gern Sniper, die irgendwie denken, sie sind im Kriegsfilm. Aber wenn man so sniped... Digga, ja, so, also dann... Oh mein Gott, Bro. Dann, keine Ahnung, Brudi, dann hast du dir halt den Kill auch irgendwo verdient. So, lol, er hat 2 gedownt, ich hab den einen nicht mal gesehen. Oh, der ist aber auch... Er legt's aber auch so drauf an, gell? Guck dir das an, was er da macht. Was? Er kann ihn ja wirklich ganz normal töten, aber er hat wirklich die Portion ADS, die es braucht auch, ne? Alter, Digga. Bitte nicht... Oh. Oder das ist... Das sieht halt wirklich so easy aus. Nein. Oh mein Gott. Digga, was schaue ich hier? Schaue ich hier gerade MW2 Intervention Montage? Das ist ja geisteskrank. Oh mein Gott. Big Platz from the teammate. Oh mein Gott. Das kann alles nicht sein. Yes, yes, yes. Oh my fucking god. Oh my god, oh my god. Bruder, das ist halt. Also, das ist halt einfach unfassbar krass. Der Clip ist auf jeden Fall auf TikTok auch von irgendjemandem, den er da gerade gehittet hat. Also ich muss wirklich sagen, ich sag halt nicht viel, ne? Aber was sollen wir da auch zu sagen? Chat, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es auch wieder findet. Ich habe nämlich echt Spaß gefunden an diesen Art von Videos, dass ich mit euch zusammen, also ich gucke mir es an und ihr schreibt dann auch im Nachhinein, wie ihr es findet. Finde ich echt sehr cool. Das machen wir ja im Livestream auch ab und zu mal, ganz gerne. Aber wie gesagt, auf YouTube finde ich es auch cool. Weil ich meine, es können ja nicht... Digga. Können natürlich nicht immer alle im Livestream am Start sein, aber ich finde sowas echt sehr cool. Weil ich dann auch einfach mal eure Meinung höre zu den Themen. Oder bitte nicht nochmal Sniper. Hey, ist es. Ja, nein, das jetzt ist er aber tot, oder? Nee. Oh mein Gott. Aber das meine ich, der Typ ist nicht mal schlecht. Also das sind nicht mal, also die zumindest die zwei, die waren ja nicht mal schlecht. Das meine ich auch immer damit so. Man kann teilweise mit zum Beispiel einer Stim, mit einem krassen Snipe, kann man gute, sehr gute Spieler wie die größten Noobs aussehen lassen. Und das ist irgendwo auch eine Kunst, muss ich sagen. Die nicht viele haben. Wow, 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 wow. Krasse Shots, Digga. Da soll mal jemand sagen, Amos, das ist OP. Wenn man Maus und Keyboard so drauf hat wie der, dann ist es wild. Nein. 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 Guck mal, Imet, ich stell euch jetzt vor, Chat, stell euch jetzt vor, ihr seid dieser Typ. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie das aus seiner Sicht aussieht. Guck mal. Er schießt ihn absolut one und dann macht der Typ einfach das. Bitte, was? Wenn es uns da wäre, es wäre Feierabend für den Abend. Da wäre Feierabend. JPay denkt sich auch nur so. Also, ne, da sind schon
Oder es ist halt... Es ist einfach satisfying, da zuzuschauen, oder? Muss man wirklich sagen. Es macht einfach... Oder es hat einfach was. Was ist das für eine Waffe gewesen? Ist das das Volkssturmgewehr? Ja, ne? Sah so aus. Ja, es ist Volkssturmgewehr, ne? Ach du Scheiße. Er dachte, easy kill, er ist full flash. Nick and Tim in Verdansk. Love your positivity and mind-blowing skill. Aw. What's up, man? Bye bye. Ich muss by the way sagen, Chat, ich kenne Nio, also um ein bisschen auszuholen, werden wir hier ein bisschen genießen. Ich kenne Nio auch schon seit Black Ops 3 Zeiten. Hat er damals mit Nick Merckx, vielleicht schreibt es in die Kommentare, ob ihr das auch mal geschaut habt zu der Zeit. Nick Merckx ist ja mittlerweile einer der absolut größten Creator, die es gibt. Hatte damals zu Black Ops 3 Zeiten Suchen und Zerstören Wagers gespielt und er war eigentlich so der das ganze Team immer gecarried hat. Also er war quasi der beste Spieler damals aus Nick Merckx seinem Squad. Ich glaube er, also Naioli, Nick Merckx und Ems Media waren damals so ein Trio. Zu Black Ops 3 Zeiten, 2015 war das. Hatte Nick Merckx glaube ich an die 1400 Zuschauer. Ist schon Wahnsinn, ey. Was die Zeit dann mit sich bringt, ne? 7 Jahre später ist der Mann hier irgendwie komplett am Rasieren. Nick Merckx ist, der Einheit, also ich glaube mit der größte Creator, Twitch zumindest, ist schon Wahnsinn. Sehr krass, gönne ich ihm auch. Wie gesagt, weil er ist einfach auch so wie ich. Ich glaube, er liebt einfach COD, er liebt einfach Zocken und ja. Und kann mittlerweile damit den Großteil, sag ich mal, oder seinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist sehr, sehr nice. Gönne ich ihm von Herzen. Ist, wie gesagt, ich weiß, ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Manchmal wieder Fullcam. Sehr cooles Video. Ne, könnt ihr gerne, ich packe es auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch da auch mal angucken. Ist auch gar nicht alt, also vor 3 Tagen, je nachdem, wann die Reaction hier kommt. Ist noch nicht mal eine Woche alt. Sehr gerne angucken, das Ganze. Oder ein Like zumindest da lassen. Ansonsten, ja, also Naioli, wie gesagt, auch auf jeden Fall ein absoluter COD-OG. Der hat auch schon 2015... COD gebracht, COD gespielt und ist nicht so jemand, der ja so merkt, okay, Warzone oder so ist irgendwie auf dem aufsteigenden Ast, ich mache da jetzt auf Krampf Content, sondern das ist wirklich auch jemand, wie viele auch, ne, also wie viele andere auch, die einfach gerne zocken und ich glaube, so Leuten merkt man das auch einfach an, dass die durch und durch Zocker sind, so wie ihr und ich. Ansonsten, wie gesagt, lasst dem Video gerne ein Like da, einen Daumen nach oben, ne, und einen Kommentar und ein Abo, würde ich mich drüber freuen und schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, auf wen ihr, auf wen ihr mich noch reacten wollen seht. Alter, war das korrekt? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend, wundervollen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut und ja, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.